Und damit herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft, liebe Leute. Ihr seht es, wir sind schon mitten im Kampf drin, denn es kam die Indie-Einladung zu der Terrasse der Magister. Ich hatte die Leute eigentlich gebeten, kurz eine Minute zu warten, weil ich kurz AFK bin, um die Aufnahme zu starten quasi. Aber die haben trotzdem angegriffen. Aber was anderes habe ich auch nicht erwartet. Ja, das ist der erste Boss. Wir haben ein paar Trash-Mobs erledigt und in der letzten Folge waren wir ja ein bisschen unterwegs im Schattenmondtal. Alter, hört ab. Habe ich mich ein bisschen verrannt, muss ich sagen. Und die Folge versuche ich auf 45 Minuten runterzubrechen. Beziehungsweise es war die normale Folgenlänge. Aber jetzt hätte ich wirklich gerne 45 Minuten höchstens. Wäre schon ein bisschen Premium. Ins Gesicht treten und RIP. So, eine schöne Axt haben wir bekommen. Und das ist eine relativ gute Axt. Und sieht auch hübsch aus. Und ich glaube, die Axt behalten war, aber ich werde die erst durch... ich werde die erst ersetzen, wenn ich hier aus der Indie raus bin. So, gucken wir uns erstmal die Leute an. Ich habe das nämlich noch, auch noch gar nicht gemacht. Die Alte hat Erbstücke. Der Heiler hat auch Erbstücke. Die Magierin betrachten hat auch Erbstücke. Und die Jägerin, ganz wichtig für mich vor allem, hat auch Erbstücke. Sprich, ich kann eigentlich jeden Gegenstand hier verlangen. Den ich haben möchte. So. Wunderbar, wunderbar. An der Innie hier gibt es was Interessantes. Und zwar gibt es einen... war das hier bei der Innie? Nee, das war nicht bei der Innie. Okay, nevermind. Außerdem hatten wir das mit dem PvP-Boss schon. Ach, jetzt greift er nicht an, wisst ihr? Aber wenn ich mal eine Minute AFK bin, dann greift er sofort an. Weg, Salus. Alter, das ist bestimmt ein gefährlicher Regen. Immerhin hat er einen X im Namen. Ach so, abgerissene Kommunikation. Ich muss erstmal. Moment, vielleicht hat die eine Quest, dass ich den Typen hier umhauen muss. Ach so, die. Alles klar, die Kugel. Sorry. Nein, er überlebt. Nice. Flüchtige Essenz. Ich will die Seherkugel benutzen. Ich will die Seherkugel benutzen.
Schweigt, Sterblicher, und lauscht meinen Worten. Alter, Kalikos! Der Seher. Keltas Sonnenwanderer. Ah. Okay. Alter. Kalikos, wir sehen uns bald wieder, mein Freund. Los geht's. Na los, Helm gehen, Leute. Los geht's, worauf wartet ihr? Vorhin habt ihr auch nicht gewartet, ihr kleinen miesen Typen, ihr. Wieso ziehst du den jetzt raus? So, weiter geht's zum nächsten. Ich glaube, wir werden nicht allzu viele Quests hier erledigen in der Folge. Also könnte man sie quasi als Lückenfüller-Folge sehen. Denn sobald wir Level 70 sind, wisst ihr ja, was ich vorhab. Ein bisschen Geld auf den Kopf schmeißen. So. Ach, ich benutze jetzt einfach mal das hier. Oh, ich bin betört. Traubt ihr denn überhaupt was Schönes für mich? Ja, ein bisschen was Gutes ist dabei, denke ich mal. Wieso ist der Tank tot überhaupt? Wieso greifen wir dann weiter an, wenn der Tank tot ist? Fragen über Fragen. Was sollte überhaupt das kurze Video uns jetzt zeigen? Dass wir Keltas aufhalten sollen, oder... Das habe ich noch nie zuvor gesehen, ohne Witze. Sehr gut. Ach, das waren doch die PvP-Bosse. Oh fuck, ich bin entwaffnet. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh nein, ich bin betäubt. Wie handlungsunfähig. Ich war aus dem Kampf raus.
Holy shit. Ach nö. Alter. Holy shit. So, da will ich mal gucken, ob ich ein gutes Sample von Kaltas machen kann. Ne, wartet mal, hier gibt's aus dem. Da steht er! Vorbeischleichen kann ich mich nicht an denen. Alles klar. Geil! Holy shit. Ist einer von euch gerade zufällig in der Scherbenwelt unterwegs? Phoenix, stimmt, der droppt auch Mount, ne? War das nicht so? Gesicht treten. Ich hab noch nie gehört, dass das Gesicht getreten, ey. Kann ich den nicht irgendwie unterbrechen? Shit. Alter. Wo ist KR? Wo ist KR? Ne, das heißt hier anders. Siegeswille. Ne, heißt das Siegeswille? Keine Ahnung. Der Meister wird euch vernichten. Ihr werdet.
werdet es in eurem eigenen Blut ertrinken! Die Welt soll brennen! Alles klar, Keltas. Rastet der komplett aus. So, haben die überhaupt Phönixküken? Aber keiner hat das Dings bekommen, ne? Stufe 70, sehr gut. Gekonntes Reiten verfügbar. Intelligenz, Beweglichkeit. Heilende Reflexion, Schlachtzugs-Dungeon freigeschaltet. Ein Schlachtzugs-Dungeon. Ah, Lich King. Öffnung des dunklen Portals. Genau, das ist noch das Einzige, was uns... Ach, heroisch gibt's ja auch noch. Interessant. Sehr schön. Okay, von denen hat mir keiner geantwortet. Schade, wir sind Level 70, liebe Leute. Haben eine neue Fähigkeit, so wie es aussieht. Müssen wir mal gucken. So. Was machen wir mit Level 70? Mit Level 70. Was geht euch durch den Kopf? Ja, mit dir reden wir gleich. Ich habe eine neue Fähigkeit. Hier. Schurkenhandel. Leitet eure erzeugte Bedrohung auf das ausgewählte Gruppen- oder Schlachtzugsmitglied um. Der Effekt beginnt mit euer. So. Ja, brauche ich jetzt ja nicht. So. Ja. Die Axt. Minus 14 Ausdauer. Aber die könnte mehr Schaden machen als meine. Als mein Doppelklingendolch. Alter, der Doppelklingendolch, ey. Wisst ihr noch damals, der Doppelklingendolch? So, hier. Die Mütze. Da geht Crit verloren. Hier kommt Vielseitigkeit, Tempo und ein Sockel dazu. Da könnten wir theoretisch den Stein reinlegen. Aber ich warte erstmal ab, bis wir wirklich in Shadrath waren. Die bringt uns nichts, aber die Axt ist gut. Da werde ich, glaube ich, das Ding. Ja. So, 97. Natürlich. So. Und da werden wir jetzt die Stellaris damit austauschen. Sehr gut. Okay. Ja, die macht doch was her, die kleine Axt. Den Rest lasse ich jetzt erstmal so. Ich weiß, wir hatten noch eine Faustwaffe, aber die macht jetzt nicht mehr so einen guten Eindruck. Beziehungsweise, da geht ein bisschen Tempo verloren. Scheiß auf diesen 0,2 Schaden pro Sekunde, aber Tempo ist halt ein bisschen wichtig, finde ich. Aber wir gucken jetzt erstmal. Ich würde gerne eine Quest machen. Und zwar die, die wir in der letzten Folge irgendwie übersehen haben. Und zwar mit Schwadronskommandant Nuain. Je nachdem, wie aufwendig die Quest ist, werde ich danach nach Shadrath gehen. Da werden wir unsere gesamten Marken abgeben. Die wir so gesammelt haben und dann kaufe ich mir all das, wobei das kann ich jetzt eigentlich hier schon machen, ne? Hier gab es auch einen Reitlehrer. Gab es ja nicht auch einen Reitlehrer? Mir war so. Denn dann würde ich lieber die Zeit nutzen, um mich vorzubereiten auf die nächsten Folgen dann. Dass es so eine kleinere Folge ist, sagen wir es mal so. So ein Lückenfüller würde ich nicht gerade unbedingt sagen. So, aber erstmal gekonntes Reiten erlernen. Wie viel hat das gerade gekostet? 5000? Ich dachte 4500. Auf meinem Zettel steht 4500. Warum? Haben die das höher gesetzt oder was? Kann ja echt nicht sein. So ein Kaltwetterflug? Wo bekomme ich das jetzt her? Egal. Jetzt sind wir das erstmal los. So. Jetzt repariere ich erstmal alles und verkaufe erstmal den Kladderadatsch. Den Stab brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das andere behalten wir erstmal. Okay. Genau. So sieht der Plan aus für die Folge. Wir können der Legion nicht erlauben, die Wildhammerfeste auf ihrem Marsch zum Schwarzen Tempel zu zertrampeln. Es gibt nur einen Weg, um sie aufzuhalten, Wokan. Ihr müsst einen Sprengkörper herstellen, der groß genug ist, um den gesamten Vorrat an Höllenbestien in der Feste der Legion zu zerstören. Am fauligen Teich in der Nähe der Feste der Legion gibt es viele alte Teufelshäscher-Kraftkerne, die ihr als Grundlage für euer Gerät verwenden könnt. Durchsucht die anderen Trümmer in der Nähe der Feste nach einer Rüstungsplatte, aus der wir ein Gehäuse bauen können. Okay. Klingt ja ziemlich simpel.
dann machen wir das jetzt erstmal. Ich kann mir schon vorstellen, was dann die nächste Quest ist, dass ich die da irgendwie platzieren soll. Mal gucken, ob wir das noch in dieser Folge schaffen, wäre eigentlich ganz cool. Aber nach Shadrath muss ich auch noch auf jeden Fall. Und da muss ich den EP-Block erstmal wieder aktivieren, bis wir hier durch sind, um dann in Nordend den erstmal wieder für 10 Level zu deaktivieren. Das ist ja auch ganz geil. Aber jetzt sind wir erstmal Level 70. Fühlt sich gut an. Ne? So. Gesetzlosigkeit. Habe ich denn noch irgendwie andere Talente bekommen? Muss ich mir mal in Ruhe angucken. Allgemein irgendwas Tolles. Oder ist der Kaltwetterflug jetzt schon dabei? Ich habe echt keine Ahnung, ne? So, was muss ich da? Ach so. Bist du denn? Ja, ist okay. Geh weg. So. Jetzt weg hier. Ach, jetzt brauchen wir noch so eine Rüstungsplatte. Okay. Wow. Das ist ja sehr unauffällig hingelegt. Aber der ist Gott sei Dank außer Betrieb. So. Ich werde jetzt eine Kopfnuss geben. Dann holen wir uns das. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, war ja easy. Dann können wir die Bombe vielleicht doch noch legen. Das ist sehr gut. Da haben wir doch ein bisschen was erreicht in dieser Folge. Aber wir waren ja auch in der Innie und haben Level 70 erreicht. Das finde ich auch ganz geil. Und wenn wir hier immer, selbst wenn wir jetzt hier 80% oder so hätten und ich dann erst den Level-Blocker reinmache, dann, das ist eigentlich Wurst. Wir müssen jetzt nicht genau bei 0%, ne, müssen wir nicht unbedingt den EP-Blocker reinmachen. Also darum geht es mir nicht. So. Theoretisch könnten wir jetzt auch schon nach Nordend, aber ich möchte das ja komplett abschließen. Also was heißt komplett, ne? So, mit den Gruppenquests ist das natürlich nicht so möglich. Aber so weit, wie es halt geht. Ihr reicht dem Schwadronskommandanten die Materialien. Der Schwadronskommandant setzt den Kraftkern in die Rüstplatte und versiegelt nickend das Gerät. Das sollte klappen und es sollte auch eine ziemlich große Explosion von sich geben. Quest beenden. Das Gerät, das wir zusammengebaut haben, würde keinen Schönheitspreis gewinnen, aber es sollte die Höllenbestien in der Feste der Legion zerstören können. Danach zu urteilen, was der Kraftkern des Teufelshechers bei dem fauligen Teich angerichtet hat, muss darin eine gehörige Explosionskraft stecken. Wenn ihr das Gerät in der Mitte der grünen Glyphe in der Feste platziert, solltet ihr alle Höllenfeuerbestien erwischen können. Und das machen wir jetzt auch. So. Dann hören die Angriffe hier wenigstens auf und ich denke mal, dann dürften wir sogar hier durch sein. In der Wildhammerfeste. Das ist gut. Das ist gut, wenn wir in der Wildhammerfeste durch sind. Bevor wir dann zum Altar der Shatar gehen, werden wir erstmal die anderen Quests bei der Hand des Guldans und hier bei Pasha, werden wir den jetzt auch erstmal beenden quasi, bevor wir dann in das nächste Questlager gehen, damit wir das dann quasi vom Tisch haben. Genau. So sieht der Plan aus, liebe Leute. So sieht der Plan aus. Zerstört die Höllenbestien der Feste der Legion. Hier ist irgendwo eine Glyphe in der Mitte. Ach, hier, da. Weg hier, ihr kriegt mich niemals, ihr Schweine. Niemals. Wir haben die Quest erfüllt. Wuhu, ich habe die Explosion zwar nicht gesehen, aber egal. Oh shit, jetzt bekommen wir hier aber wirklich Probleme. Den Haken kann ich erst in 10 Jahren einsetzen. Ist ja eklig. Okay, jetzt oder nie. Geronimo! Puh. Ja. War doch ganz geil. Uiuiui.
Alter, das Vieh kommt immer noch hinter mir her, ey. Darauf erstmal ein Körnerbrot. Sehr schön. Okay, also dass das gekonnte Reiten jetzt 500 Gold mehr kostet, finde ich nicht okay. Das war nicht so geplant. Quasi haben wir jetzt 500 Gold weniger zur Verfügung, als ich dachte. Jetzt müssen wir gucken, wie weit sich das überlappt mit den Gegenstandspreisen in Shadrat. Ja. Ist auch wichtig. Aber okay. Dann geht es halt nicht anders. Ein Kaltwetterflug, dachte ich, kann ich hier auch lernen. Aber anscheinend nicht. Greifenpflege, ey. Was kann ich heute für euch tun? Aber wir sind jetzt schneller unterwegs, habe ich das Gefühl, ne? Ich hab irgendwie so. Bereits bekannt. Wow. Und hier kann ich jetzt nur noch meisterhaftes Reiten lernen. Okay. Seid auf der Hut. Das ist schon mal gut. Oder sind wir jetzt nur schneller zu Fuß? Nee, wir müssen eigentlich jetzt schneller fliegen. Das ist schon mal gut. Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber gut, wir können jetzt schneller fliegen. Ist doch geil, ne? So. Grüße. Habt ihr einen Weg gefunden, um den Vorrat an Höllenbestien der Legion zu zerstören? Ja. Gut gemacht, Vorkan. Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass die Legion nach einem Rückschlag wie diesem aufgeben wird, aber das würdet ihr mir ohnehin nicht glauben. Die Todesschmiede, von der ihr erfahren habt, wird unser nächstes Ziel sein. Quest beenden. Und der hat sogar eine Quest. Ah. Von euren Entdeckungen in der Festung der Legion konnten wir erfahren, dass die Verbündeten der Legion vom Schattenrat Höllenbestien in der Todesschmiede herstellen. Ich habe einen kleinen Speertrupp geschickt, um die Gegend zu überwachen, aber leider können sie nicht alle anstehenden Aufgaben erfüllen. Wenn wir die Todesschmiede weiter arbeiten lassen, werden sie den Vorrat an Höllenbestien, den ihr vernichtet habt, im Handumdrehen wieder aufgestockt haben. Ich möchte, dass ihr euch mit Sturmrufer Evan Wildschwinge unterhaltet. Ihr findet ihn im Turm der Todesschmiede, der die Schmiede überblickt, nordwestlich von hier. Bleibt auf dem Boden. So. Die Todesschmiede. Meldet euch bei Sturm. Und das machen wir. Das machen wir gleich, oder? Gibt es da einen Flugpunkt? Weiß ich gar nicht. Nee, ich würde erstmal sagen, wir gehen nach Shadrat und dann werde ich entweder dahin fliegen oder wir sehen uns dann in der nächsten Folge dort. So, aber erstmal auf nach... Nee, da. Auf nach Shadrat, liebe Leute. So. Was ist denn das überhaupt für eine schöne Kopfbedeckung, die wir hier bekommen haben? Kopfputz des Mondwappens. Ja, okay. Ist jetzt nicht so geil. Genau, Pasha, der hat auch noch eine Quest. Also, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. So. Gewandung des Mond, der Mondlichtung. Google der Mondlichtung, Handlappen der Mondlichtung, Hose der Mondlichtung. Oh. Okay, das gehört also zu einem Set. Ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich so Wurf ist, weil wir ausweichen und Crit geht voll. Und das finde ich eigentlich nicht so geil. Also, dann würde ich lieber die Faustwaffe anlegen. Und zwar das Spaltbeil würde ich dafür ablegen. Aber gucken wir erstmal, was es in Shadrat so gibt. Und wie wir dann ausgerüstet sind. Abzeichen. Genau, Ruf, wie sieht es überhaupt aus bei Knobberigan? Respektvoll. Okay, wir sind bald ehrfürchtig und dann können wir uns den Sturmwind-Ruf quasi vornehmen. Ach nee, wir haben die Exo da auch noch. Auf... Wohl wacht's die Tushui? Was war das denn? Okay, aber Eisenschmied und Gilnea sind wir schon mal auf Erfurcht. Das ist schon mal gut, dass wir das schon mal erreicht haben. Das finde ich gut. So, dann wollte ich gucken, ob wir irgendwas Neues erlernt haben. Waffenfertigkeiten. Schurken können folgende Waffen nutzen. Dolche, Faustwaffen, Streitkolben und Schwerter. Einhand. Gesetzlosigkeit. Verhüllender Nebel. Er schafft einen Schleier, der Gruppen- und Schlachtzugsmitglieder innerhalb von... Ah, okay. Schurkenhandel. Ja, ist jetzt nicht so worth, ne, fürs alleinige Leveln. Ruhelose Klingen. Finde ich im Moos verringert die Abklingzeit von Adrenalin. Das ist passiv. Skrupellosigkeit. Skrupellosigkeit ist auch passiv.
Passiv, passiv, passiv zwischen die Augen. Okay, der nächste Skillpunkt war Level 75, ja genau, Level 75, okay. Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun noch. Ein Skillpunkt in ganz Nordend, das ist auch interessant. So, genau, Berufe, das Rezept habe ich auch noch. Da könnte man eigentlich im allerhöchsten Notfall eigentlich auch die Rezepte verkaufen im Auktionshaus. Aber ich glaube, Goldprobleme werden wir nicht haben. Das könnte jetzt hier nur etwas knapp werden. Mit den ganzen Gegenständen. So, und ich weiß auch gar nicht, wo ich alles abgeben soll. Ich glaube, bei der Tante da oben. Ich gehe erstmal hier hin. Hier. Das Ende der Legion rückt. Multiphasenmessungen durchführen. Nö. Da. Interessant, dass es ja auch noch Quests gibt. Aber wir müssen mit Geras reden. Der hat die geilen Sachen. Ich gebe die Dinger dann später erstmal ab. So. Das ist doch ein wunderschöner Anblick. Fangen wir mal an mit der Klinge da oben. Mit dem Dolch. Also ich würde sagen, wir kaufen erstmal die Dinge, die uns wirklich was bringen. Und sollten wir dann noch Geld haben, kaufe ich das andere Zeug, was uns skinmäßig natürlich ein bisschen weiterhilft. So. Fangen wir mal hier an. Ring der unerschütterlichen Kraft. Vielseitigkeit, Ausweichen, Ausdauer. Nehme ich. Das nehme ich erstmal. So, die Halskette ist nicht geil. Beweglichkeit geht flöten, Ausdauer geht flöten, da geht Ausdauer flöten. Wieso kann ich das eigentlich? Ach so, ist das Kette. So, das ist Mist. Das ist Mist. Das ist Mist. Das ist Mist. Feuerwiderstand. Das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist. Das könnte vielleicht noch gehen. Okay. Das ist schon mal ein guter Ansatz, das ist auch ein guter Ansatz. Gibt es irgendwas, was mich richtig umhaut? Natürlich die Schulterdinger. Puh, dass das hier doch so viel ist, dass... Holy shit. Ah, hier, Kern von Arkolos. Da können wir das doch schon mal ablegen, oder? Entscheidenheit des Kampfmeisters. Das ist doch schon mal... Das ist so eine absolute Win-Win-Situation. Was ist das denn? Okay. Das sieht auch gut aus. Oder? Was ist... Benutzen erhöht die maximale Gesundheit 15 Sekunden lang... Erhöht die maximale Gesundheit 15 Sekunden lang um 802... Ist das das gleiche in grün, oder was? Das ist das gleiche in grün, Tatsache. Okay. Dann lege ich das erstmal an, was ich gerade gekauft habe. Das Kern von Arkelos und... Genau. Messerfaustbreite... Ne, Kern von Arkelos. Kern von Arkelos, wo ist der Kern von Arkelos? Da ist der Kern von Arkelos, sehr gut. So, das Ruchlosigkeit des Kampfmeisters. Das muss ich austauschen mit Messerfaustbreite. Okay, das ist schon mal gut, weil das hat erhöht maximale Gesundheit. Erhöht die maximale Gesundheit 15 Sekunden lang. Das ist schon mal sehr gut. Die packe ich dann nämlich hier hin. So, da kann ich meine Gesundheit ein bisschen erhöhen, wenigstens. Ne, wartet mal, ich mach das anders. So. Kann ich meine Gesundheit erhöhen? Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Weg damit. Und weg damit. Ach genau, das hatte ich ja auch noch. Da geht Crit... Ich muss nochmal von vorne anfangen. So, Schurke. Wieso zeigt sie eigentlich Kette an, wenn ich hier oben eingegeben habe? Schurke. Gesetzlosigkeit. Ich bin den gelungen. Ich habe keine Ahnung.
So. Fangen wir nochmal an. Der Dolch ist scheiße, wird aber gekauft, weil... Skin. So, das Ding habe ich. Ich denke mal, von der ersten Seite hier, das können wir alles getrost liegen lassen. Von der zweiten Seite können wir auch getrost liegen lassen. Dann geht's hier weiter. Schicke Kapuze. Würde es wahrscheinlich skintechnisch was bringen. Das ist auch eine schicke Kapuze. Die habe ich sogar schon in ähnlicher Ausführung. Da geht Crit verloren. Kapuze kaufe ich mir. Das sind wunderschöne Armdinger. Da geht Vielseitigkeit verloren. Tempo, Rüstung, Ausdauer. Da geht Crit verloren. Vielseitigkeit. Was ist das? Ich nehme einfach mal. Habe ich schon Schuhe gekauft? Ich glaube, ich habe schon Schuhe gekauft, ne? Ja. Ja, komm, einfach für die Skin-Vorlage ist das schon geil. Wobei, sind das eigentlich... Okay, da... Kaufe ich lieber die nochmal, ja. So, wie viel Gold haben wir? 396. PvP-Abhärtung. Ah. Ausweichen und Crit geht verloren. Das ist alles irgendwie nicht das Geilste. Nicht das Gelb, das Gelbste von allem, muss ich schon sagen. This is not the yellow of the egg. So. Gucken wir mal. Das Ding habe ich nur gekauft wegen Dings. Genau. Das kann ich anlegen. Das kann ich sockeln. Da geht Crit verloren. Die Klinge ist... Ja. Nicht so geil. Geht Vielseitigkeit. Ach komm, die lege ich mal an. So, hier sehen wir schon noch was aus. Ah, hier die Schuhe. Ja, sehr gut. Gar nicht gesehen. Ich komme mir vor wie so ein Vogel, ey. Holy shit. Aber gut. So, das dürfte es erstmal gewesen sein, oder? Das andere Zeug ist alles semi-geil. Die Schuhe verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich. Ach so, wir haben ja hier noch so eine andere geile Maske gehabt, ne? Da. So, das war's dann eigentlich auch schon. Geiler wird es nicht. Ich weiß, es sind jetzt vielleicht nicht die optimalsten Werte. Ich habe halt nach, bin halt jetzt nicht nach den Werten gegangen, sondern geguckt, wo mache ich am wenigsten Verlust und wo ist das meiste Grün, ne? Ihr werdet euch jetzt vielleicht an den Kopf greifen bei dem, was ich mir gerade gekauft habe. Hole ich mir auch noch das. So, Umhang, Ausweichen, Crit geht verloren, Vielseitigkeit, Vielseitigkeit. 15 Ausweichen, minus 2 Crit. 15 Ausweichen, minus 2 Crit. Okay, der hat keine prismatischen Sockel. Der hat aber prismatische Sockel. Tempo und Vielseitigkeit. Ach komm, kaufe ich mir auch mal. So. So, was ist jetzt hier? 11 Ausdauer, 6 Tempo, Vielseitigkeit... Prismatisches Ding geht weg. Okay. Ah, komm, hier den Sockel knall ich jetzt mal hier rein. Ich weiß, aber jetzt haben wir schon mal das Ding. Dann können wir das auch benutzen. So, Edelstein sockeln. Okay. So, ich habe irgendwie Hoffnung gehabt, dass wir hier ein bisschen epischer rausgehen. Vor allem was die ganzen Werte und so betrifft. Und vor allem was die Waffen betrifft. Ich wollte eigentlich mit zwei Dolchen hier rausgehen. Aber irgendwie scheint das doch nicht mehr so zu funktionieren. Aber okay. Ich habe mich im Übrigen gerade dafür entschieden, dass ich die Marken noch nicht hier abgebe. Sondern erst
ganz am Ende von dem Addon, dass wir hier nochmal zurückkommen und dann wirklich alles abgeben, falls noch Zeit ist. Wenn nicht, mache ich das offscreen oder was weiß ich, weil das bringt ja eigentlich nur Ruf. Ne? So, Halskette, das bringt uns nichts. Der Dolch ist geil. Sieht zumindest geil aus. Beweglichkeit. Nether-Vortex ist Handwerksmaterial, ist interessant. Ich will auch sicher gehen, dass ich hier nichts übersehen habe, ne? Geht halt immer so viel Crit verloren. Scheiße. Die Hosen nehme ich trotzdem mal mit. So. Feuerwiderstand. Auch wieder minus 19 Crit. PvP-Abhärtung. Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Ach komm, legen wir einfach mal an die Hose. Legen wir einfach mal an. Es ist ja jetzt eigentlich scheißegal. Ich kann mir ja eigentlich nur selber ans eigene Fleisch schneiden, wenn ich jetzt quasi... Warte mal, hab ich das richtig ausgerüstet? Ja. Ich kann mir ja quasi nur ans eigene Fleisch schneiden, wenn ich jetzt nicht die besten Stacks, aber wie gesagt, ich mache das eigentlich jetzt gerade frei Schnauze. Im nächsten Gebiet wird das dann anders ablaufen. Minus 8 Vielseitigkeit. Tempo. Nee, ich kann nicht schon wieder mehr Schaden eintauschen. Im nächsten Addon wird das dann anders ablaufen. Ach ja. 58. Jetzt muss ich... Das ist schon wieder so. Ah. Ich mach mir gleich darüber Gedanken. Ich möchte bloß erstmal wieder zurückfliegen und mich dann dort ausloggen. Wo ich mich eingeloggt habe. Nee, es ist ja eigentlich. Ja, genau. Nee, wo war denn jetzt der Flugmeister? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ne? Ihr merkt es schon selber. Weil ich gerade irgendwie Angst habe, dass ich was falsch mache, was die Ausrüstung betrifft. Aber okay, Wildhammerfeste. Wo müssen wir denn hin? Da, okay, nee, da müssen wir schon zur Wildhammerfeste. Okay. Nee, ich bin halt echt im Überlegen, ob das alles richtig war, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich meine, wir haben jetzt haufenweise Crit verloren. Ist natürlich absolut scheiße, aber wir haben sowieso 20% Crit. Von daher ist es vielleicht noch ertragbar, aber wir haben so wenig Vielseitigkeit. Ja, wie gesagt. Im Schattenmontal mache ich noch alles frei Schnauze. Und dann im nächsten Gebiet Nordend werde ich mir vorher angucken, was der Meuschelschurke für Stats braucht und werde dann wirklich versuchen, mich daran auch zu richten, damit wir ein bisschen mehr wieder rasieren. Und jetzt ist das noch so ein bisschen frei Schnauze, ne? Ist ja auch ein bisschen der Geistesgesetzlosigkeitsschurke, dass er sich nicht an irgendwelche Maßstäbe hält, sondern einfach das macht, worauf er Bock hat. Und ja, bei der Waffe bin ich noch am Überlegen, ob ich die mit dem sonnengeschmiedeten Spaltbeil austauschen sollte. Kriegen wir auf jeden Fall Crit, aber da geht ein bisschen Schaden verloren, Tempo auch, und das ist eigentlich auch scheiße. Hier sieht das schon ganz anders aus, wir haben mal Ausweichen und Crit geht auch verloren. Allerdings bekommen wir da Vielseitigkeit wieder. Und Vielseitigkeit ist geil. Deswegen rüste ich das jetzt einfach mal so aus. So, bekommen wir Crit wieder. Da bekommen wir auch Crit. Aber das ist einfach, ich renne da nicht mit so, guckt euch das doch mal an. Als ob ich jetzt so rumrenne, da kriegen die Leute doch Angst, ey. Obwohl, das hat was, ne? Es hat auf jeden Fall was. Aber hier bekommen wir halt Vielseitigkeit, ne? Hier verlieren wir 14 Vielseitigkeit hier. 19%. Hier haben wir 20 und 1% Vielseitigkeit. Vielseitigkeit verursacht einen Schaden. Erhöht verursachten Schaden.
und verringert auch erlittenen Schaden. Von daher ist Vielseitigkeit eigentlich schon ein sehr gutes Talent, was man gebrauchen kann. Ne? Ja, der Dolch ist sowieso, ne? Beweglichkeit, Ausdauer, der macht auch weniger Schaden als die anderen Dinger. Von daher ist der überhaupt nicht worth. Wenn der jetzt absolut geile Stats hätte und trotzdem weniger Schaden macht, dann, ja, kann man es auch nicht ändern. Aber den würde ich dann anlegen. Okay. Gut, ich würde sagen, ich gucke da offscreen noch ein bisschen rüber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge genau an diesem Punkt hier wieder. Da ist eine geile Kiste. Lass mal aufmachen. Wow, das gab sogar EP. Wow, Wahnsinn. Toll. Und eine schicke Hose, die uns natürlich nichts bringt, weil es Kette ist. Ja, und ob ich in der nächsten Folge noch so aussehen werde, werdet ihr dann nächste Woche sehen. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zusehen. In der nächsten Folge questen wir dann nochmal weiter. Die Öffnung des dunkelglühenden Portals. Ich höre mich trotzdem mal an die, ja, in die Warteschlange stellen dafür. Aber ob wir reinkommen, ist halt die zweite Frage. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.